Okay, fangen wir an. Diesmal gibt es ein paar organisatorische Sachen vorab. Also ich habe lange hin und her diskutiert mit meinen Tutoren, von wegen, wie wir die Zeit regeln während der Tutorien. Und im Endeffekt ist es den Tutoren überlassen, wie sie es machen möchten. Aber der Hinweis für sie ist natürlich, wir haben vier unterschiedliche Gruppen. Ja? Und da würde ich einfach erwarten, dass sie es schaffen, sich untereinander so zu sortieren, wenn sie also das Gefühl haben, in der jetzigen Gruppe wird mir zu viel an der reinen Lösung Aufgabe gearbeitet, dann schauen sie doch, dass sie gruppenweise emigrieren in eine andere Gruppe, sodass am Ende eher eine Gruppe da ist, wo mehr Vorbereitungszeit drin steckt und eine andere Gruppe, wo mehr über die Lösung selber diskutiert wird. Aber ich möchte das nicht von außen vorgeben, denn ja, ich weiß ja und Sie wissen auch, Sie sind alle total unterschiedlich. Manche Leute brauchen das vorher schon vorzubereiten, manche Leute machen es lieber während des Tutoriums. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, ich habe, oder erstmal dazu, gibt es dazu noch Anmerkungen, Fragen zum Ablauf der Tutorien? Eine zweite Sache. Ich habe auf Moodle zwei Sachen eingerichtet. Nicht das. So. Und zwar erstens eine Zwischenevaluation. Ich kann Ihre Gedanken nicht lesen und ich bin Dienstleister für Sie. Das heißt, ich möchte natürlich bestmöglich für Sie eine Dienstleistung erbringen. Und ohne Feedback kann ich nicht anpassen, kann ich nicht, kann ich meine Arbeit nicht anpassen. Ne? Und von daher habe ich ein kleines Feedback, eine kleine Zwischenevaluation eingeführt mit ein paar Fragen und würde Sie bitten, diese innerhalb von einer Woche zu beantworten. Je mehr Leute teilnehmen, desto genauer kann ich einschätzen, wie der Stand ist und desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch während des Semesters irgendwelche Verbesserungen einführen kann für Sie. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die ich auf Moodle eingerichtet habe, ist eine beispielhafte Klausurfrage mit Text. Was hat es damit auf sich? Ja, das, der Sinn dieser Sache ist einfach nur, ich habe hier eine beispielhafte Klausurfrage Ihnen eingestellt. Es ist eine Textaufgabe, die auf Zeit geht. Einfach, damit Sie mal sehen, wie es mit Ihrer Schreibgeschwindigkeit aussieht, ob Sie innerhalb von 30 Minuten mit der Bearbeitung dieser Aufgabe am Rechner auskommen würden. Ne? Das ist der Hauptzweck dieser Übungsaufgabe. Moodle wird Ihnen Ihre Antwort nicht automatisch korrigieren, natürlich, das ist eine Textfrage. Wir können die Aufgabe gerne gemeinsam besprechen im Forum. Das ist eine echte alte Klausurfrage von Herrn Wangenheim. Aber wie gesagt, der Zweck hauptsächlich hier besteht darin, dass Sie für sich selber sehen können, wie es dann mit der Schreibgeschwindigkeit aussieht. Denn ja, einfach damit Sie nicht während der Klausur zum ersten Mal in dieser Situation sind und merken, oh, ich schreibe viel zu langsam oder ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Und wie schon mehrfach der Hinweis, wenn Sie noch nicht 10 Finger schreiben können, dann bitte googeln Sie kostenlos 10 Fingertippen lernen und laden sich irgendein Programm herunter, mit dem Sie es innerhalb von ein paar Tagen lernen können. Ich verspreche Ihnen, das zahlt sich weit über diese Veranstaltung hinaus aus. Da gibt es eine Frage. Müssen wir dann auch irgendwelche Formeln oder sowas dann in Textform abtippen können oder? Die Frage der Kommilitonin ist, ob irgendwelche Formeln auch eingegeben werden müssen am Rechner. Das ist in der Tat die einzige große Schwachstelle des E-Klausuren-Systems. Es gibt keine richtig gute Art, Formeln einzugeben. Wenn Sie es schon mal versucht haben, in Office Formeln einzugeben, wissen Sie, dass das nicht viel Spaß macht. Und in der Klausursituation wahrscheinlich noch weniger. Von daher, wenn ich Formeln benutze für die Klausuraufgaben, dann werde ich das so gestalten, dass Sie in Ihren geschriebenen Antworten stets mit einfachen Buchstaben arbeiten können, ohne Indizes oder sowas. Ja. Ansonsten sind die Fragen so designt, dass sie ohne Formeln auskommen. Ne? Also, Keine Zeichnung oder sowas. ja, ich würde Ihnen zum Beispiel eine Zeichnung vorgeben und dann wäre die Frage Punkt B,
Minus C, ja, ist das die Risikoprämie? Ja oder nein? Solche Fragen. Ja? Oder erläutern Sie, warum X hoch 3 minus 4 das Nash-Gleichgewicht in diesem Spiel darstellt. Ja? Und dann müssen Sie in Worten erklären, warum das so ist. Aber ja, recht große Rechenwege so elektronisch darstellen, so weit sind wir leider noch nicht. Noch Fragen? Ja. Warum Taschenrechner? Taschenrechner bin ich noch nicht entschieden. Im Zweifel nicht. Aber wenn Sie einen benötigen werden, dann kriegen Sie einen gestellt am Bildschirm. Okay? Ich kann vorher beantragen, welche Hilfsmittel am Bildschirm erlaubt sind. Normalerweise ist nur das Klausurfenster erlaubt. Sie können auch nicht mit Alt-Tab irgendwie raus oder mit irgendwelchen Abkürzungen. Aber man kann vorher beantragen, dass zum Beispiel ein Taschenrechner erlaubt ist als separates Fenster. Und das, wenn Sie den brauchen, würde ich Ihnen das dann vorher sagen und das beantragen. Ja, und ansonsten, wenn Sie es für Ihr Wohlbefinden brauchen, dass der Taschenrechner neben Ihnen liegt während der Klausur, dann werde ich Ihnen den auch nicht wegnehmen. Außer es ist ein Spickzettel drin. Das ist auch das Thema der Aufgabe, Spicken. Ja, noch Fragen zur Klausur. Ich weiß, es ist für Sie noch eine große Unsicherheit, was das überhaupt ist, die elektronische Klausur. Ich werde noch rechtzeitig für Sie ein Video machen. Leider ist es noch nicht möglich, dass Sie vorher schon an einem System rumprobieren können. Ja, es ist auf der großen To-Do-Liste des E-Klausuren-Centers. Aber ich kann Ihnen auf jeden Fall ein Video erstellen, wo Sie die Oberfläche schon mal sehen. Ich denke, das ist auch schon mal hilfreich. Ne? Noch Fragen? Okay, dann können wir mit der Vorlesung weitermachen. So, letzte Woche ging es um Versicherungen. Wir waren grob im Thema Vertragsrecht stehen geblieben. Und heute machen wir streng genommen an der Stelle weiter, aber wir machen das unter einer neuen Überschrift, einfach damit klarer wird, worum es hier konzeptionell geht. Es geht nämlich um entworfene Institutionen. Ne, wenn Sie sich zurückerinnern an das Einführungskapitel und die Diskussion zur Ideengeschichte von Institutionen, dann wissen Sie ja noch, es gibt Institutionen, die kann man entwerfen, menschlich, und es gibt Institutionen, die entwickeln sich einfach durch menschliche Handlungen. Ne, sind also das Ergebnis menschlicher Handlung. Und hier geht es aber um entworfene Institutionen, nämlich Vertragsklauseln. Sind typischerweise entworfene Institutionen, denn die Akteure überlegen sich genau, was in diese Vertragsklauseln reinkommt. Und zwar geht es heute um Anreizmechanismen zwischen zwei Vertragspartnern. Ein paar grundlegende Definitionen. Wir schauen uns heute sogenannte Prinzipal-Agenten-Modelle an oder auf Englisch Principal-Agent-Models. Die sind so aufgebaut, dass wir zwei Personen in einem Vertrag haben. Der eine ist der sogenannte Agent, der andere ist der sogenannte Prinzipal. Und was verstehen wir aus ökonomischer Sicht unter einem Prinzipal und einem Agenten? Sie haben vielleicht schon eine grobe Vorstellung bei den zwei Wörtern. Das eine ist der Chef und das andere ist der Arbeiter. Aber das müssen wir ein bisschen genauer definieren für unsere Modellierung, denn heute wird es relativ mathematisch. Per Definition haben wir also zwei Akteure in einem Vertragsverhältnis. Hierbei kann der Agent das Wohlbefinden des Prinzipals beeinflussen. Das ist ganz wichtig. Wenn das nicht so wäre, dann wäre dem Prinzipal es ja eigentlich total egal, was der Agent macht. Ne? Das ist eine ganz wichtige Annahme. Und ganz wichtige zweite Annahme, der Agent hat andere Interessen als der Prinzipal. Ne? Wenn wir diese Annahme nicht treffen, dann hätten sich ja zwei gefunden, die eh immer das Gleiche wollen und die hätten dann auch kein Problem, ein Vertragsverhältnis zu schließen. Ja? Die müssten sich keine großen Gedanken über die Vertragsklauseln machen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir annehmen, der Agent hat andere Interessen als der Prinzipal. Okay? Wie das genau ausschauen kann, sehen wir uns gleich in den Beispielen an. Dann, der Prinzipal kann dem Agenten Anreize setzen, um im Sinne seiner Interessen zu handeln. Also Anreize in Form von Vertragsklauseln oder Erfolgsoptionen, sowas. Und ganz wichtige Annahme auch noch ist,
dass der Agent Informationen hat, die der Prinzipal nicht hat, aber gerne hätte. Ja? Denn auch das ist eine wichtige Annahme, denn wenn beide den gleichen Informationsstand hätten in Bezug auf das Vertragsverhältnis, dann gäbe es keine Unsicherheit in ihrem Verhältnis und es wäre total leicht, die richtigen Anreize zu setzen. Ja? Aber dadurch, dass wir hier diese Informationsasymmetrie annehmen, entstehen bestimmte Probleme. Okay? Und bei Informationsasymmetrie horchen Sie vielleicht auf, okay, das hatten wir doch schon ganz kurz angesprochen beim Thema Versicherung. Da hatten wir nämlich gesagt, Moral Hazard und adverse Selektion sind ja Probleme, die entstehen nicht nur beim Thema Versicherung, sondern immer, wenn eine Vertragsseite besser informiert ist, einen anderen Informationsstand hat als die andere Vertragsseite. Genau darum geht es heute. Natürlich muss die Information sich auf Informationen auf etwas beziehen, was relevant für das Vertragsverhältnis ist. Nicht? Also wenn ich mit Ihnen jetzt einen Vertrag schließe, ist es total egal, dass Sie Informationen über Ihre Familie haben, die ich nicht habe. Das ist alles nicht relevant für das Vertragsverhältnis. Worum geht es hier? Ach ja, und klar, ne? Der Prinzipal braucht den Agenten für die Durchführung einer Handlung. Okay? Denken Sie zurück an das Überfallspiel beim Thema Opportunismus. Da war es ja so, dass die zwei konnten nur zusammen den hohen Output erreichen. Ne? Wenn sie das Vertragsverhältnis eingehen und der eine investiert in die spezifische Investition. Nur zusammen, wenn sie dann zusammen ihr Geschäft quasi durchführen, können sie den hohen Output erreichen. Und so ist es hier auch. Ne? Der Prinzipal schafft es alleine nicht, sonst bräuchte er den Agenten ja auch nicht. Ein paar Beispiele für typische Prinzipal-Agenten-Situationen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Klar, der Arbeitgeber ist typischerweise der Prinzipal. Der Arbeitnehmer beeinflusst das Wohlergehen des Arbeitgebers. Denn wenn der Arbeitnehmer Mist baut oder unproduktiv ist, dann hat das einen Einfluss auf die Geschäftsbilanz des Arbeitgebers. Klar. Die anderen Annahmen, denke ich, sind auch erfüllt. Der Arbeitnehmer hat typischerweise andere Interessen als der Arbeitgeber. Wenn wir annehmen, dass der Arbeitnehmer rational ist, dann hat er Interesse daran, möglichst wenig zu arbeiten und trotzdem bezahlt zu werden. Umgekehrt möchte der Arbeitgeber natürlich, dass der Arbeitnehmer möglichst viel arbeitet und ihm dabei nicht zu viel bezahlt. Ne? Also wir haben auseinanderlaufende Interessen. Ein anderes Beispiel in einem sehr ähnlichen Bereich ist zwischen Werkunternehmer und Auftraggeber. Also hier geht es um Werkvertrag. Ich weiß nicht, ob Sie als studentische Hilfskraft schon mal einen Werkvertrag geschlossen haben. Hier wird der Vertrag spezifisch auf die Erstellung eines Werkes geschlossen. Ja, zum Beispiel eine Übersetzung oder sowas. Und der Werkunternehmer, klar, beeinflusst das Wohlergehen des Auftraggebers, weil er ja was erstellen soll, was der Auftraggeber haben möchte, was also per Definition einen Wert für den Auftraggeber hat. Und der Auftragnehmer, der Werkunternehmer, der das Werk erstellt, der hat natürlich mehr Informationen darüber, relevante Informationen darüber, als sein Auftraggeber. Er weiß selber besser, wie produktiv er ist, er weiß selber, ob er die letzte Woche vielleicht gefaulenzt hat und so weiter und so weiter. Das kann der Auftraggeber alles nicht perfekt kontrollieren. Noch ein anderes Beispiel, um Ihnen zu zeigen, dass es nicht immer nur ums Vertragsrecht geht, ist das Beispiel von Politiker und Wähler. Der Wähler, der kann bestimmte öffentliche Entscheidungen nur mit Hilfe von Politikern durchführen. Die brauchen also einander. Der Politiker ist der Agent. Mit seinen Handlungen beeinflusst er das Wohlergehen des Prinzipal, des Wählers. Macht auch Sinn. Und die Interessen sind auch wahrscheinlich unterschiedlich. Ich denke, dass darüber sind sich alle einig. Ne? Der rationale Politiker hat im Durchschnitt nicht die gleichen Interessen wie seine Wähler. Ne? Der Politiker möchte vielleicht auch nicht zu viel arbeiten, er möchte ein möglichst großes Büro mit vielen Mitarbeitern oder die Kontakte mit seinen Lobbys gut pflegen. Und die Wähler wollen aber andere Sachen. Ne? Die möchten, dass die Politiker möglichst vernünftig mit öffentlichen Ressourcen umgehen oder in ihren Interessen Entscheidungen treffen, dass es nicht unbedingt Interessen gleich mit dem, was der Politiker will.
Noch ein Beispiel, Student und Dozent, weil es so realitätsnah ist. Erstmal das Beispiel, dass der Dozent der Prinzipal ist und Sie sind die Agenten. Wie kann man das denn sehen? Naja, Sie beeinflussen mein Wohlergehen, wenn Sie in der Vorlesung ruhig sind, gut mitarbeiten, gute Klausuren schreiben, dann geht es mir besser. Oder ich rege mich nicht auf. Der Dozent kann versuchen, den Studenten Anreize zu setzen, ne? Durch das Aufstellen und Durchsetzen von bestimmten Spielregeln. Und die Studierenden haben mehr vertragsrelevante Informationen. Sie wissen besser, wie ihre Lernsituation ist als ich. Okay. Das kann man aber auch umgekehrt sehen, wenn Sie nämlich so interpretieren, dass ich Dienstleister für Sie sind. Ne? Dann sind Sie Prinzipal und ich bin Student. Wie können Sie mir denn Anreize setzen? Ja, also ein wichtiges Element, was Sie genannt haben, ist Feedback geben. Also wenn Sie kritisches Feedback geben, dann klar, können Sie mir Anreize setzen, insbesondere mit offiziellen Lehrevaluationen. Ja, die werden ja auch veröffentlicht, ne? Und da können Sie mir ganz klar Anreize setzen. Sie können sich beschweren beim Prüfungsamt über meine unmögliche Vorlesung und so weiter und so weiter. Also Sie können mir ein Stück weit auch Anreize setzen. Und ich denke, Sie sehen, dass man das auch so rumsehen kann, dass Sie Prinzipal sind und ich Agent. Fallen Ihnen vielleicht noch mehr Beispiele ein für typische Prinzipal-Agenten-Situationen, die durch diese Annahmen, die da oben getroffen sind, gekennzeichnet sind? Ja? Bank und Kreditnehmer, wer ist da wer? Aha. Und die Bank ist der Prinzipal. Okay. Ja. Ja, ist ein Beispiel. Noch ein Beispiel wäre Gebrauchtwagenhändler und Käufer. Wer ist da Agent und wer ist Prinzipal? Ja. Ich würde sagen, der Gebrauchtwagenhändler ist in dem Fall der Agent, weil er mehr Infos darüber hat, ob das Auto noch gut ist oder nicht. Ja, ich denke auch. Ne? Also der Gebrauchtwagenhändler hat hier andere Informationen. Der hat genau unter die Motorhaube geschaut. Der weiß, was die Unfallgeschichte des Autos ist und der Käufer nicht unbedingt. Und ein ganz wichtiges Beispiel ist natürlich auch Arzt und Patient. Ne? Wobei, wenn Sie an das Beispiel Arzt und Patient denken, da ist ja in der Realität typischerweise noch ein dritter Akteur zwischengeschaltet, nämlich die Krankenkasse. Und dann wird es halt sehr kompliziert. Ne? Sie werden sehen, selbst wenn wir nur zwei Akteure haben, kann man das da schon schön kompliziert mathematisch darstellen. Und das Ganze wird noch viel komplizierter, wenn wir mehr Akteure drin haben. Deswegen schauen wir uns heute erstmal nur das Beispiel mit zwei Akteuren an. Okay. Ich hatte letzte Woche schon Informationsasymmetrien erwähnt, zwar als wir uns über Versicherungen unterhalten haben. Grundsätzlich können wir zwischen zwei Formen von Informationsasymmetrien unterscheiden. Hidden Action, das ist das gleiche wie Moral Hazard, das, was wir jetzt zuerst besprechen werden, und die sogenannte Hidden Information, das ist das, was wir nächste Woche in der nächsten Sitzung machen, also adverse Selektion. Ne? Also es geht hier um Informationsasymmetrien, einmal in Bezug auf Handlung, das ist Hidden Action, und einmal in Bezug auf Charakteristika oder Eigenschaften. Da geht es um Hidden Information. Okay? Und heute sprechen wir über Hidden Action. Hidden Action ist also, wenn der Agent etwas tun kann, was der Prinzipal nicht beobachten oder nicht perfekt beobachten kann. Und zwar insbesondere werden wir heute darauf eingehen, dass der Prinzipal nicht beobachten kann, wie sehr der Agent sich anstrengt im Vertragsverhältnis.
Okay, und ich denke, dass da wird dann klar, was für eine Anwendung das sein könnte. Typischerweise auf ein Arbeitsverhältnis. Ne? Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber kann nicht perfekt beobachten, wie sehr sich der Arbeitnehmer anstrengt. Denn um das zu machen, müsste er eigentlich die ganze Zeit hinter ihm stehen. Aber wie wir eben schon bei den Beispielen gesehen haben, kann man die Modellierung problemlos auf andere, auf alle anderen Verhältnisse anwenden, wo wir Informationsasymmetrien haben. Die allereinfachste Modellierung sieht so aus, dass der Agent für den Prinzipal einen Output produziert, irgendeine Arbeit, irgendein Werk, irgendein Output Y. Und dieser Output, der dann dem Prinzipal gehört, kann entweder hoch oder niedrig sein. Okay? Das können genauso gut sagen, es kann hohe Qualität oder niedrige Qualität sein. Wir sagen jetzt einfach nur hoch und niedrig, damit wir so schön definieren können, dass YH größer als YL ist. Okay? Sagen wir, es wäre irgendeine Produktionsmenge. Ne? Sagen wir, ich und Sie, wir hätten einen Vertrag geschlossen, dass Sie für mich Weihnachtsfiguren schnitzen und der Output ist die Anzahl der Weihnachtsfiguren, die am Ende rauskommt, nach Ende der Vertragslaufzeit. Okay? Und damit es alles einfacher ist, nehmen wir an, es gibt nur zwei mögliche Zustände, viel und wenig. Ja? Viel wäre YH, wenig YL. Und per Definition ist YH größer als YL. Genau. Die Anstrengung des Agenten ist definiert als E für Englisch Effort. Die Anstrengung kann auch entweder hoch oder niedrig sein. Hoch EH und niedrig EL für Low. Wobei natürlich gelten muss, dass EH größer als EL ist. Easy peasy. So, wenn der Output jetzt zu 100% mit der Anstrengung verknüpft wäre, hätten wir keine Informationsasymmetrie. Denn selbst wenn der Prinzipal beobachten kann, also nicht beobachten kann, wie sehr der Agent sich anstrengt, kann er ja vom realisierten Output genau auf die Anstrengung schließen. Ne? Daher ist es naheliegend anzunehmen, dass Output und Anstrengung nicht streng deterministisch verknüpft sind, sondern über Wahrscheinlichkeiten verknüpft sind. Was heißt das? Das heißt, auch der Agent, der sich anstrengt, kann Pech haben und einen niedrigen Output produzieren. Und auch der Agent, der sich nicht anstrengt, kann Glück haben und einen hohen Output produzieren. Macht Sinn, oder? Denken Sie an eine Firma, die einen Spitzenmanager hat. Auch so eine Firma kann insolvent gehen. Und eine Firma mit einem hirnlosen Manager kann auch Gewinne einfahren. Ne? Das, ein Stück weit ist auch Glück dabei oder es kommt auf die Marktbedingungen an. Mathematisch gegeben ist das durch die Wahrscheinlichkeit Pi von E. Pi für Probability. Und zwar steht Pi immer für die Wahrscheinlichkeit, dass ein hoher Output rauskommt. Und zwar in Abhängigkeit der Anstrengung E. Wir nehmen an, dass die Wahrscheinlichkeit des hohen Outputs, wenn der Agent sich anstrengt, größer ist, als wenn der Agent sich nicht anstrengt. Also, dieser Term hier, Pi von EH oder kurz Pi und H, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein hoher Output realisiert wird, wenn der Agent sich anstrengt. Okay? Die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein hoher Output rauskommt, ist größer, als wenn der Agent sich nicht anstrengt. Ne? PL ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein hoher Output realisiert wird, wenn der Agent sich nicht anstrengt. Ich sage das so langsam und mehrfach, weil das hier eine häufige Fehlerquelle ist. Ne? Also PH und PL steht beides für die Wahrscheinlichkeit, dass ein hoher Output realisiert wird. Okay? Nur in Abhängigkeit davon, was für eine Anstrengung reingesteckt wird. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein niedriger Output realisiert wird? Nehmen wir an, der Agent strengt sich an und einfach die Gegenwahrscheinlichkeit. Genau. Also wenn der Agent sich anstrengt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein niedriger Output rauskommt, 1 minus pH. Ganz einfach. Wenn der Agent sich nicht anstrengt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein niedriger Output rauskommt,
1 minus Pi L. Okay? Und diese Notation benutzen wir jetzt auch gleich. Wir nehmen nämlich an, dass es sich lohnt, sich anzustrengen. Wann ist das der Fall? Das ist dann der Fall, wenn der Nettoertrag bei hoher Anstrengung größer ist als der Nettoertrag bei niedriger Anstrengung. Wobei der Nettoertrag nichts anderes ist als der erwartete Output Pi mal Y abzüglich der Anstrengung. Okay? Das haben wir hier. Wenn der Agent sich anstrengt, das ist die linke Seite dieser Ungleichung, dann hat er mit einer Wahrscheinlichkeit Pi H den hohen Output. Und mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus Pi H hat er den niedrigen Output und er hat Anstrengungskosten von minus EH. Und wir nehmen an, dieses Ganze ist größer als die Wahrscheinlichkeit, als der erwartete Outcome, wenn der Agent sich nicht anstrengt. Ne? Wenn der sich nicht anstrengt, kommt mit einer Wahrscheinlichkeit PL der hohe Output raus. Mit einer Wahrscheinlichkeit 1 minus PL kommt der niedrige Output raus. Und er hat Anstrengungskosten von EL. Und wenn Sie ganz fuchsig sind, haben Sie natürlich jetzt schon angemerkt, hierfür müssen wir annehmen, dass Output und Anstrengung in der gleichen Einheit gemessen werden. Okay? Das heißt, wir müssen Anstrengung irgendwie auch zum Beispiel in Euro messen können. Ne? Zum Beispiel Opportunitätskosten oder Stundenlohn oder sowas. Was wird jetzt gemacht? Der Prinzipal bietet dem Agenten vertraglich einen Lohn an, der entweder hoch oder niedrig ist, und der Prinzipal kann den Lohn nicht an der Anstrengung festmachen. Warum? Weil er den nicht beobachten kann, sondern höchstens am Output. Er kann also höchstens sagen, wenn der hohe Output rauskommt, kriegst du den hohen Lohn, wenn der niedrige Output rauskommt, kriegst du den niedrigen Lohn. Und die Frage ist jetzt aus ökonomischer Sicht, also der hohe Lohn ist hier definiert als WH und der niedrige als WL, wobei WH größer als WL ist, okay? Und die Frage aus ökonomischer Sicht ist jetzt, wie die vertragliche Ausgestaltung genau aussehen sollte, ob der Prinzipal es irgendwie vertraglich hinkriegen kann, dass der Agent sich anstrengt, effizienterweise. Wir müssen natürlich explizit annehmen, dass der Prinzipal den Output nicht perfekt beobachten kann, weil die Anstrengung kann er nicht beobachten. Wie schon gesagt, der Prinzipal macht die Entlohnung vom Output abhängig. Wenn der hohe Output rauskommt, viele Weihnachtsfiguren, dann zahlt er den hohen Lohn. Wenn der niedrige Output rauskommt, wenig Weihnachtsfiguren, zahlt er den niedrigen Lohn. Okay? Weil eine andere Information hat er nicht. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Prinzipal kann unilateral die Lohnhöhe bestimmen. Es gibt also keine langwierigen Verhandlungen, sondern der Prinzipal bestimmt die Höhe WH und WL und der Agent kann nur Ja oder Nein zu dem Vertrag sagen. Okay, er kann nicht sagen, oh, ich hätte aber gern ein bisschen mehr, sondern er kann nur Ja oder Nein sagen. Außerdem nehmen wir an, der Prinzipal versucht, seinen erwarteten Gewinn zu maximieren. Ich denke, das ist muss man nicht groß hinterfragen. Und als Nutzenfunktion nehmen wir eine ganz einfache Form an für den Agenten, nämlich U ist gleich W minus E. Also besteht der Nutzen aus dem Lohn minus den Anstrengungskosten. Okay? Das ist die allereinfachste Form, wie wir hier in dieser Modellwelt Nutzen definieren können. Und natürlich heißt das, dass der Agent seinen Nutzen U auch in Geldeinheiten messen kann. Ne? Denn Lohn ist in Geldeinheiten und Anstrengung haben wir eben angenommen, ist in Geldeinheiten. Die Differenz davon ist auch in Geldeinheiten. Wir nehmen an, der Agent hat einen sogenannten Reservationslohn. Das ist der Lohn, den er ohne Anstrengung außerhalb des Vertragsverhältnisses kriegen kann. Okay, also wenn Sie abstrakt sein wollen, dann können wir es Opportunitätskosten nennen. Konkreter wäre das sowas wie Hartz IV oder ein bisschen weniger krass wäre das, was ich in meinem Garten anbauen kann und konsumieren kann, ne, außerhalb irgendwelcher Arbeitsverhältnisse. Das wäre zum Beispiel mein Reservationslohn. Also quasi auf Neudeutsch die Outside Option.
Okay, das, was ich außerhalb des Vertrages kriegen könnte. Und natürlich wissen Sie, ja, irgendwie dieser Reservationslohn hat natürlich damit zu tun, ob ich zu dem Vertrag Ja oder Nein sage. Klar. Und noch eine letzte Annahme, die erstmal ein bisschen komisch klingen kann. Wenn der Agent indifferent zwischen zwei Handlungen ist, wählt er die, die für den Prinzipal besser ist. Okay, das klingt erstmal komisch. Aber wenn Sie es mal sich genau überlegen, wenn der Agent wirklich indifferent zwischen zwei Handlungen ist, dann ist es ja streng genommen mathematisch auch egal, welche er nimmt. Und dann kann er auch die nehmen per Annahme, die besser für den Prinzipal ist. Wir könnten das auch explizit ausschreiben. Dann müssten wir, wenn wir diese Annahme nicht treffen würden, dann müssten wir beim angebotenen Lohn immer noch plus 1 Cent dazu schreiben. Und dieses plus 1 Cent müssten wir in allen Gleichungen mitschleppen. Und das würde alles viel hässlicher machen und die Folien viel kleiner. Und es kommt das gleich selber raus. Und weil wir das wissen und vermeiden wollen, so häufig plus 1 Cent zu schreiben, treffen wir diese Annahme, dass der Agent, wenn er Indifferenz zwischen zwei Handlungen ist, die für den Prinzipal bessere nimmt. Okay? Und wir werden mehrfach Gebrauch von der Annahme machen. So, jetzt stellen Sie sich für den Prinzipal zwei Fragen für die Ausgestaltung des Lohnes. Erstens, wie groß muss der Lohnunterschied, die Lohndifferenz, WH-WL sein, damit der Agent EH statt EL leistet? Also damit der Agent sich anstrengt, statt faul zu sein. Die Antwort auf diese Frage nennen wir auf ökonomisch den Incentive Compatibility Constraint, auf Deutsch die Anreizkompatibilitätsbedingung. Also nochmal, bei dieser Frage geht es darum, wie groß muss der Unterschied zwischen dem hohen und dem niedrigen Lohn sein, damit der Agent einen Anreiz hat, sich anzustrengen. Okay? Außerdem muss der Prinzipal sich fragen, bei welcher Höhe des niedrigen Lohns, WL, sich der Agent überhaupt auf den Vertrag einlässt. Okay? Wie groß muss der niedrige Lohn sein, damit der Agent sich auf den Vertrag einlässt? Sie können sich vielleicht vorstellen, das hat natürlich mit dem Reservationslohn zu tun. Und die Antwort auf diese Frage nennen wir den sogenannten Individual Rationality Constraint oder auf Deutsch häufig auch die Partizipationsbedingung. Ich denke, da ist klar in dem Wort, worum es hier geht. Das ist die Bedingung dafür, dass der Agent überhaupt mitmacht bei dem Vertrag. Und bei der Anreizkompatibilitätsbedingung geht es darum, dass der Agent sich anstrengt in dem Vertrag. Okay, ein Anreiz hat, sich anzustrengen. Soweit Fragen zu den grundlegenden Definitionen. Dann können wir jetzt in das eigentliche Modell einsteigen. Wenn Sie Probleme mit der Notation haben, immer Rückfragen stellen. Okay? Es ist ein bisschen arg mathematisch, aber an sich ist es sehr einfach. Schauen wir uns erstmal die Anreizkompatibilitätsbedingungen an. Was ist denn der Nutzen des Agenten, wenn er hohe Anstrengung einbringt? Naja, wir hatten ja vorhin definiert, Nutzen ist Lohn minus Anstrengung. Das wissen wir noch, ne? Aber der Lohn ist ja keine sichere Größe. Der Lohn kann entweder hoch oder niedrig sein. Das heißt, es ist eine unsichere Größe. Yay, Unsicherheit, wir brauchen wieder einen Erwartungswert. Und wir haben hier sogar schon Wahrscheinlichkeiten vorgegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Agent einen hohen Lohn kriegt, ist pH, weil wir ja wissen wollen, was er für einen Nutzen hat, wenn er sich anstrengt. Die Lohnhöhe ist dann WH und mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus pH hat er WL. Okay? Und um dann auf den Nutzen zu kommen, müssen wir noch abziehen die Anstrengungskosten. Denn hier oben ist ja die Formel für den Nutzen gegeben. Das, was jetzt hier steht, ist der erwartete Nutzen des Agenten, wenn er hohen Einsatz leistet, wenn er sich anstrengt. Okay? Dementsprechend können wir den erwarteten Nutzen aufschreiben, wenn der Agent sich nicht anstrengt, also faulenzt, dann hat er mit einer Wahrscheinlichkeit PL den hohen Output realisiert und kriegt dann den hohen Lohn. Und mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus PL hat der Agent bei Faulenzen
den niedrigen Output realisiert und kriegt dann eben auch den niedrigen Lohn. Und zieht dann aber dafür auch einen kleineren Betrag EL ab für seinen Nutzen. Okay? Das heißt, das hier ist dann der erwartete Nutzen insgesamt, wenn der Agent sich nicht anstrengt. So, und für den Agenten lohnt es sich jetzt also, den hohen Einsatz zu leisten, wenn der erste Ausdruck hier oben größer ist als der zweite Ausdruck hier unten. Klar, ne, wenn der erwartete Nutzen bei Anstrengung größer ist als der erwartete Nutzen bei Nichtanstrengung, lohnt es sich an, sich anzustrengen. Das steht hier. Warum steht hier größer gleich? Naja, wir haben ja angenommen, im Zweifel, wenn er indifferent ist, wird der Agent sich für den Prinzipal entscheiden. Das heißt, das können wir hier anwenden, wenn hier das gleich erfüllt ist, wenn also der erwartete Nutzen gleich ist bei Anstrengung und Nichtanstrengung, dann entscheidet der Agent sich für Anstrengung, weil es besser für den Prinzipal ist. Und deswegen schreiben wir hier größer gleich, statt nur strikt größer. Das Ganze können wir umformen, indem wir das EH nach rechts holen und das, was auf der linken Seite dann noch übrig ist, sortieren. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht explizit, das ist einfach nur Gleichungen umstellen und das macht weder für Sie noch für mich Spaß, während der Vorlesung live vorzuführen. Aber Sie können das ganz leicht selber nachvollziehen. Ne? Das muss rauskommen und Sie wissen, also ja, Sie müssen dann von, Sie müssen irgendwie, indem Sie das, was hier oben steht, umstellen, müssen Sie auf das, was hier unten steht, kommen. Wichtig ist, dass alles schön sortiert ist, dass nämlich hier ein Ausdruck mit nur Wahrscheinlichkeiten ist, in dieser Klammer ist ein Ausdruck nur mit den Löhnen und hier ist ein Ausdruck nur mit den Anstrengungskosten und Sie sehen, das sind alles Differenzen. Okay? Das heißt, als erstes haben wir hier den Ausdruck, das ist die Differenz in den Wahrscheinlichkeiten, wenn der Agent sich anstrengt. Dann haben wir die Differenz in den Löhnen, wenn der Agent sich anstrengt. Und die Differenz in den Anstrengungskosten, wenn der Agent sich anstrengt. Okay? Das können wir noch weiter umformen, sodass die Lohndifferenz isoliert auf der linken Seite steht. Denn Sie erinnern sich, das ist ja das, worum es bei der Anreizkompatibilitätsbedingung geht. Ne? Wir wollen wissen, wie groß muss der Unterschied zwischen dem hohen und niedrigen Lohn sein, damit wir Anstrengungen induzieren können als Prinzipal. Das heißt, wir schreiben das Ganze um. Das heißt, wir müssen das PH-PL rüberholen. Dann steht da, dann steht da links die Lohndifferenz, WH-WL, und rechts steht ein Quotient aus Einsatzdifferenz und Wahrscheinlichkeitsdifferenz. So, und dann können wir noch das WL nach rechts holen und kriegen folgende Gleichung. Damit der Agent hohen Einsatz leistet, muss gelten, dass, das ist eigentlich völlig intuitiv, ne? Also dann muss gelten, dass der hohe Lohn ist, der hohe Lohn ist mindestens der niedrige Lohn plus ein bestimmtes Etwas. Und dieses bestimmte Etwas ist hier der Quotient aus Einsatzdifferenz und Wahrscheinlichkeitsdifferenz. Okay? Der hohe Lohn muss mindestens so groß sein wie der niedrige Lohn plus noch so ein kleines Etwas hier. Und wenn das erfüllt ist, lohnt es sich für den Agenten, sich anzustrengen. Okay? Das steckt in dieser Bedingung drin. Nur wenn das größer gleich erfüllt ist, lohnt es sich für den Agenten, sich anzustrengen. Frage? Ich habe den Bruch so komisch geschrieben, damit es besser passt. Ne? Wir haben jetzt gesehen, was für die Differenz zwischen hohem und niedrigem Lohn gelten muss, damit der Agent sich anstrengt. Aber wir müssen uns natürlich fragen, was für den niedrigen Lohn überhaupt gelten muss, damit der Agent überhaupt in den Vertrag eintritt. Ne, denn es macht ja keinen Sinn, sich nur die Lohndifferenz zu überlegen und am Ende macht der Agent gar nicht mit, weil sein Reservationslohn hoch genug ist. So, dafür müssen wir uns anschauen, was denn der erwartete Nutzen ist bei hoher Anstrengung. Und aus der letzten Folie haben wir übernommen,
dieses Ding hier oben. Das ist der hohe Lohn, bei dem sich der Agent gerade anstrengen wird. Ja, bei dem es sich für den Agenten gerade lohnt, anzustrengen. Das ist genau dieser Ausdruck von eben. Wobei wir hier ein Gleichzeichen gewählt haben. Das ist die kleinstmögliche Lohndifferenzierung. Okay? Alles, was da drüber ist, induziert auch Anstrengung, ist aber teurer für den Prinzipal. Okay? Und wir fragen jetzt erstmal, reicht denn vielleicht auch die allerkleinstmögliche Lohndifferenzierung? Das, was hier steht, ist nichts anderes als die Formel für den erwarteten Nutzen bei Anstrengung des Agenten. Ne? Also hier der erwartete Lohn bei Anstrengung minus die erwarteten Kosten bei Anstrengung, wobei die, da ist keine Wahrscheinlichkeit drin. Sie sehen, hier ist ein BH, das heißt, wir können das hier da einsetzen und weiter auflösen, wieder sortieren nach passenden Ausdrücken. Das machen wir jetzt auch nicht explizit. Und kommen bei diesem Ausdruck an. Was ist das jetzt? Der erwartete Nutzen des Agenten ist also der erwartete Nutzen des Agenten bei dieser Lohndifferenzierung, bei dieser kleinstmöglichen Lohndifferenzierung, ist gegeben durch einmal den niedrigen Lohn plus die hohen Anstrengungskosten mal einen bestimmten Gewichtungsfaktor minus die niedrigen Anstrengungskosten auch mal einen bestimmten Gewichtungsfaktor. Okay? Und wir wissen, der Agent, also nochmal, ne, also um auf diese Form zu kommen, das können Sie selber nachvollziehen, einfach nur umstellen von der Gleichung, so dass wir WL isoliert haben und zwei Terme haben, wo wir EH und EL davor schreiben können. Und wir wissen, der Agent erhält W0, wenn er gar nicht mitmacht und zum Beispiel nur auf nur das Gemüse aus seinem Garten isst. Das heißt, der Agent macht nur mit bei dem Vertrag, wenn Folgendes gilt. Wenn also der erwartete Nutzen, den wir hier uns aufgeschrieben hatten, wenn dieser erwartete Nutzen mindestens so groß ist wie der Reservationslohn. Klar, ne? Denn nur wenn das erfüllt ist, hat der Agent einen Anreiz, überhaupt zu dem Vertrag, in den Vertrag einzutreten. Und wenn wir da jetzt das WL isolieren, haben wir gerade den niedrigen Lohn gefunden, den der Prinzipal in den Vertrag schreiben sollte. Wenn wir also das hier isolieren, indem wir das, was hier rechts noch steht, diese beiden gewichteten Ausdrücke, wenn wir das nach rechts holen, haben wir den niedrigen Lohn, bei dem gerade der Agent in den Vertrag eintreten wird. Und wir benutzen jetzt hier das Gleichzeichen, weil wir ja wissen, der Agent verhält sich im Zweifel so, wie der Prinzipal es möchte. Deswegen können wir statt größer gleich auch gleich schreiben und haben hier als Ausdruck stehen den Reservationslohn minus die hohen Anstrengungskosten mit einem bestimmten Gewichtungsfaktor plus die niedrigen Anstrengungskosten mal einen bestimmten Gewichtungsfaktor. Und von diesem Ausdruck kann man zeigen, dass er kleiner ist als Reservationslohn plus hohe Anstrengungskosten. Okay? Das zeigen wir auch nicht explizit, das ist einfach nur wichtig für die Folgerungen, die gleich kommen. Für den hohen Lohn sollte dann Folgendes im Vertrag stehen. Wie kommen wir auf diesen Ausdruck? Wir setzen einfach das WL, was wir hier gefunden hatten, hier oben ein, denn wir wissen, dass es die entsprechende Lohndifferenz, die gelten muss. Also einfach nur per Ausschlussprinzip. Ne? Wir haben jetzt das WL gefunden und wir wissen, was die Differenz zwischen WH und WL sein muss, also wissen wir auch, wie hoch WH sein muss. Wenn wir das einsetzen,
kommen wir auf diesen Ausdruck hier unten. Und das Wichtige ist, für diesen Ausdruck können wir zeigen, dass er größer ist als W0 plus EH. Okay? Also wir wissen, bei dieser Lohnstruktur, die der Prinzipal setzt, ist der niedrige Lohn, der im Vertrag steht, ist kleiner als dieser Ausdruck W0 plus EH und der hohe Lohn, der im Vertrag steht, ist größer als der Ausdruck W0 plus EH. Und das macht auch, ja, also diese beiden Bedingungen zusammengenommen heißen nichts anderes, als dass der Agent sich durch den Vertrag im Durchschnitt genauso gut stellt, wie wenn er den Vertrag nicht annimmt. Das muss auch so sein, denn wenn es sich für den Agenten immer lohnen würde, mitzumachen, hätte der Prinzipal natürlich sehr hohe zu hohe Kosten. Andersrum, wenn es sich für den Agenten nie lohnen würde, würde er auch nie in den Vertrag eintreten. Von daher macht es total Sinn, dass das auch am Ende rauskommt. Aber ja, wir brauchen diese Bedingung gleich noch, um ein anderes Ergebnis zu zeigen. Wir haben jetzt also die Lohnstruktur, die für den Prinzipal bei kleinstmöglicher Lohndifferenzierung rauskommt. Dann erhält der Agent einen erwarteten Lohn von Reservationslohn plus hohe Anstellungskosten. Okay. Das haben wir noch nicht gezeigt. Das sehen Sie einfach, wenn Sie... das hier ist das, was wir bis jetzt rausgefunden hatten. Das hier ist nichts anderes als die Partizipationsbedingung, die Bedingung dafür, dass der Agent überhaupt in den Vertrag einsteigt. Und das hier ist die Lohnstruktur, die im Vertrag steht, also die genaue Definition, wie hoch der niedrige Lohn ist und wie hoch der hohe Lohn ist. Und wenn wir das WL und das WH einsetzen in den Erwartungswert des Agenten, kann man ganz viel wegkürzen und es kommt raus W0 plus EH. Okay? Also Reservationslohn plus hohe Anstrengungskosten. Das heißt, wir haben jetzt nochmal quasi eine Kontrollrechnung gemacht, ob wirklich das rauskommt. Ja, wenn das der Agent hat ja einen unsicheren Lohn und bei der niedrigen Ausprägung seines Lohnes hat er halt einen Ausdruck, der kleiner als sein Erwartungswert ist. Bei der hohen Ausprägung seines Lohnes hat er einen Ausdruck, der größer ist. Ist per Definition so. Wie sieht es jetzt aus, wenn der Agent nicht nur die mindestnötige Lohndifferenzierung erhält, sondern ein bisschen mehr? Okay, wir haben ja uns ja bis jetzt nur angeschaut, was genau an der Grenze ist, bei der kleinsten möglichen Lohndifferenzierung, also der Differenz zwischen BH und WL. Aber was ist, wenn wir jetzt da noch ein kleines bisschen draufschlagen? Irgendeinen Betrag Epsilon, der größer 0 ist. Was passiert denn dann? Okay, das heißt ja, der hohe Lohn ist noch höher. Das heißt, auf jeden Fall wird der Agent immer noch einen Anreiz haben, sich anzustrengen. Das ist schon mal gut. Aber was bedeutet das jetzt für die Gewinne des Prinzipals? Um das zu sehen, rechnen wir das alles nochmal durch. Nur nochmal mit dem Plus Epsilon. Auf die Lohndifferenz wird jetzt nochmal dieses Plus Epsilon draufgeschlagen. Hier haben wir den erwarteten Nutzen bei hoher Anstrengung. Da setzen wir das hier ein und sehen, dass alles wird alles ein bisschen länger, weil wir das Plus Epsilon noch mitschleppen. Formen wieder um nach sinnvollen Gruppen und sehen, okay, das Epsilon müssen wir weiter mitschleppen. Hier hinten bleibt es dann stehen bei pH mal Epsilon. Und am Ende haben wir eben diese Zeile, die genauso aussieht wie eben, bloß, dass wir noch dieses pH mal Epsilon mitschleppen müssen. Okay, wir haben immer noch das der erwartete Nutzen, der niedrige Lohn ist, plus die hohen Anstrengungskosten mal einen Gewichtungsfaktor, minus die niedrigen Kosten mal einen bestimmten Gewichtungsfaktor, plus pH mal Epsilon. Wir wissen, der Agent nimmt den Anreizvertrag also nur dann an, wenn sein erwarteter Lohn bei niedriger Anstrengung größer ist
Wenn der Lohn, den er erwartet, größer ist als der Reservationslohn, das ist hier drin, größer gleich wie 0. Und das, was links steht, ist diese Zeile, das ist ja sein erwarteter Lohn, sein erwarteter Nutzen. Übrigens, warum ist es hier egal, ob ich erwarteter Nutzen oder erwarteter Lohn sage? Ja, weil der Nutzen sich ja dann im Endeffekt auf den Lohn ausspiegelt. Ja. Das ist ja genau. Im Endeffekt das, was dabei rauskommt. Ja, der Nutzen bezieht sich direkt auf den Lohn. Wenn Sie an die Nutzenfunktion denken, b minus e, der Nutzen hängt linear vom Lohn ab. Und wir wissen, das ist ein risikoneutraler Agent. Ja? Bei dem ist es egal, ob wir vom Erwartungswert des Lohns oder vom Nutzen des Erwartungswertes ausgehen, das ist für ihn alles das Gleiche, weil die Nutzenfunktion nicht gekrümmt ist. Okay? Wir kommen dann zu einer Lohnstruktur, die so aussieht. Wie Sie merken, haben wir weiterhin den Ausdruck mit dem Epsilon mitgeschleppt. Und der Unterschied zur Lohnstruktur von eben ist, dass bei niedrigem Lohn ein kleines bisschen weniger gezahlt wird. Denn hier haben wir minus einen positiven Ausdruck. Und bei hohem Lohn wird ein bisschen mehr gezahlt. Wir haben plus einen positiven Ausdruck. Okay? Also dadurch, dass wir hier oben dieses Plus Epsilon eingeführt haben, haben wir im Endeffekt eine Lohnstruktur erreicht, bei der der niedrige Lohn ein bisschen kleiner geworden ist und der hohe Lohn ein bisschen größer. Was heißt das für den erwarteten Lohn des Agenten? Naja, wenn wir diese Lohnstruktur in den Erwartungswert einsetzen, der erwartete Lohn des Agenten ist ja gegeben hier durch pH mal WH plus 1 minus pH mal WL. Ne? Wir wissen, der Agent hat einen Anreiz, sich anzustrengen bei dieser Lohnstruktur, deswegen rechnen wir mit der Wahrscheinlichkeit pH. Das heißt, mit dieser Wahrscheinlichkeit hat er auch den hohen Lohn und mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus pH hat er den niedrigen Lohn, weil er dann Pech gehabt hat und den niedrigen Output realisiert. Und wenn wir dafür WH und WL das hier einsetzen, dann, oh Wunder, kürzt sich wieder ganz viel raus, inklusive dem Epsilon, und wir kriegen wieder als Erwartungswert W0 plus EH raus. Das heißt, der erwartete Lohn des Agenten ist gleich geblieben, obwohl die Lohndifferenz größer geworden ist. Was heißt das? In dieser Modellierung, also mit einem risikoneutralen Agenten, ist es egal, also ist egal, wie groß die Lohndifferenzierung ist, der Prinzipal zahlt immer den gleichen erwarteten Lohn. Das ist verbunden mit einem immer gleichen erwarteten Output bei immer gleich erwarteten Lohnzahlungen. Das heißt, der Gewinn des Prinzipal ist bei jedem Epsilon gleich. Egal, wie hoch er die Lohndifferenz WH-WL ansetzt, wenn der Agent risikoneutral ist, hat er prinzipal den gleichen erwarteten Gewinn. Wenn Prinzipal und Agent also beide risikoneutral sind, gibt es nur eine untere Grenze der Lohndifferenzierung. Und wie Sie sich vorstellen können, ist die Annahme der Risikoneutralität zumindest in Bezug auf den Agenten problematisch oder kann problematisch sein. Beim Prinzipal nicht so. Wir hatten ja auch bei der Versicherung angenommen, dass zum Beispiel die Kapitalgesellschaft risikoneutral ist und dass es Sinn macht, weil sie groß ist und Risiko streuen kann. Und das können wir eigentlich hier auch annehmen. Der Arbeitgeber ist typischerweise eine größere Organisation als der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber kann besser Risiko streuen. Und da können wir auch annehmen, dass es Sinn macht, risikoneutraler Prinzipal. Aber beim Agenten, ein einzelner Arbeitnehmer, ein einzelnes rationales Individuum, da macht es wahrscheinlich schon Sinn, Risikoaversion anzunehmen. Und das haben wir bis jetzt nicht gemacht, weil wir ja die allereinfachste Form der Nutzenfunktion gewählt haben. Ne? U ist gleich W minus E.
Das ist eine lineare Funktion. Das heißt, wir haben einen risikoneutralen Agent. Und deswegen schauen wir uns jetzt an, was ändert sich an den Ergebnissen, wenn wir Risikoaversion beim Agenten annehmen. Wie setzen wir das um? Sie ändern sich. Bei der Versicherung war das über die konkave Nutzenfunktion abgebildet. Genauso machen wir es hier. Wir haben also einen abnehmenden Grenznutzen des Lohnes. Okay. Am Anfang, wenn der Lohn noch niedrig ist, ist die Steigung der Nutzenfunktion sehr steil. Das heißt, zusätzlicher Lohn bringt sehr viel zusätzlichen Nutzen. Und später, wenn der Lohn schon ein bisschen höher ist, bringt zusätzlicher Lohn nicht mehr so viel zusätzlichen Nutzen. Wir gehen also im Folgenden davon aus, dass der Agent diese Nutzenfunktion hat und der Prinzipal weiter risikoneutral ist. Was ändert sich denn dann? Dann können wir das gleiche durchspielen wie eben auch. Und Sie sehen jetzt, wir fangen wieder mit der Anreizkompatibilität an, aber die ganzen Ausdrücke werden ein bisschen komplizierter. Ne? Statt WH zu kriegen, wenn er, und zwar mit Wahrscheinlichkeit PH, wenn er sich anstrengt, hat er jetzt den Nutzen. Jetzt ist der Nutzen die relevante Entscheidungsgröße, ne, weil er risikoavers ist. Wenn der Agent sich also anstrengt, realisiert er mit Wahrscheinlichkeit PH den hohen Output und kriegt dann den hohen Lohn und hat aus diesem hohen Lohn den Nutzen U von WH. Okay? In der Gegenwahrscheinlichkeit, wenn er sich angestrengt hat, realisiert er den niedrigen Output, kriegt den niedrigen Lohn und für seine Entscheidung ist relevant der Nutzen, den er aus diesem niedrigen Lohn zieht. Okay? Und die Anstrengungskosten sind immer noch EH. Das gleiche können wir aufschreiben, wenn der Agent sich nicht anstrengt, dann realisiert er mit Wahrscheinlichkeit PL den niedrigen Output, kriegt entsprechend den niedrigen Lohn, übersetzt das für sich in seinen Nutzen U von WH und mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus PL realisiert er den niedrigen Output, kriegt den niedrigen Lohn und das heißt für ihn einen Nutzen von U von WL bei niedrigen Anstrengungskosten. Sie ändern sich, damit es sich lohnt für den Agenten, hohen Einsatz zu leisten, sich anzustrengen, muss der obere Ausdruck größer sein als der untere. Das haben wir hier aufgeschrieben. Das können wir wieder umformen, um auf die sinnvollen Differenzen zu kommen. Wobei wir hier jetzt nicht mehr einfach nur die Lohndifferenz haben, sondern die Differenz in den Nutzenniveaus, ne? Bei hohem Lohn und den Nutzen bei niedrigem Lohn. Und im Ergebnis haben wir dann als Bedingung dafür, dass der Agent hohen Einsatz leistet, eine bestimmte Nutzendifferenz gegeben und nicht mehr eine Lohndifferenz. Und wenn der Prinzipal jetzt die Nutzenfunktion konkret kennt, kann er das natürlich einsetzen und auflösen und das umschreiben in eine Gleichung, wo links steht WH minus WL. Ja? Aber das geht natürlich nur, wenn der Prinzipal auch weiß, was für eine Nutzenfunktion das ist. Wir bleiben jetzt erstmal bei dieser abstrakten Form und sehen, dass der Nutzen bei hohem Lohn um ein bestimmtes Etwas höher sein muss als der Nutzen bei niedrigem Lohn. Und dieses Etwas ist wiederum wie eben der Quotient von zwei Differenzen. Okay? Wenn wir hier diesen Ausdruck nach rechts holen, sind wir hier unten angelangt und haben wieder die Interpretation, dass der hohe Lohn mindestens so groß sein muss wie der niedrige. Nein, der Nutzen aus dem hohen Lohn muss mindestens so hoch sein wie der Nutzen aus dem niedrigen Lohn plus ein gewisses Etwas. Das war die Anreizkompatibilität. Jetzt kommen wir auf die Partizipationsbedingungen. Also die Bedingung dafür, dass der Agent überhaupt in dem Vertrag mitmacht. Dafür nehmen wir wieder die kleinstmögliche Lohndifferenzierung. Also da, wo gerade
die hohe Anstrengung induziert wird. Und deswegen steht hier ein Gleich. Das setzen wir wieder ein in die Formel für den erwarteten Nutzen. Das ist also E von U von W. Vereinfachen das wieder in mehreren Schritten und kommen wieder zu so einem Term hier. Also Nutzen bei niedrigem Lohn plus hohe Anstrengungskosten mit einem bestimmten Gewichtungsfaktor minus niedrige Anstrengungskosten mit einem bestimmten Gewichtungsfaktor. Es gilt immer noch, dass der Agent außerhalb des Vertragsverhältnisses den Reservationslohn W0 bekommt. Auch das muss er jetzt bewerten mit seiner Nutzenfunktion. Auch hier ist jetzt die relevante Entscheidungsgröße der Nutzen, den er rauszieht. Und dann können wir wieder ableiten, dass der Agent den Vertrag nur dann annimmt, wenn der erwartete Nutzen größer gleich dem erwarteten Nutzen aus dem Reservationslohn ist. Und der Prinzipal setzt dann als Lohnstruktur so etwas an, was diese Bedingung erfüllt. Und die letzte Zeile kriegen wir wiederum, indem wir die vorletzte einsetzen, hier oben. Ne? Denn wir wissen ja, dass das gerade erfüllt sein muss, dass damit hohe Anstrengung gilt. So, jetzt haben wir so eine Lohnstruktur wieder in Nutzeneinheiten. Ne? Also der Prinzipal müsste jetzt streng genommen, um das Lohnniveau im Vertrag festhalten zu können, das irgendwie übersetzen, also die Nutzenfunktion kennen, die Form der Nutzenfunktion. Aber was heißt das Ganze denn jetzt? Wir haben gesehen, das Ganze sieht sehr ähnlich aus wie bei der Risikoneutralität, aber wir werden gleich sehen, dass wir hier als Prinzipal auch tatsächlich immer nur die kleinstmögliche Lohndifferenzierung wählen werden. Dafür müssen wir uns erst noch den erwarteten Nutzen des Agenten explizit anschauen. Das ist das, was wir bisher schon hatten. Wenn wir die beiden Nutzenniveaus aus dem Vertrag, die beiden hier, nehmen und einsetzen in die Formel für den erwarteten Nutzen des Agenten, die hier durchgegeben ist, ne, also Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzen des hohen Lohnes realisiert wird, mal die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzen aus dem niedrigen Lohnniveau realisiert wird. Wenn wir da jeweils das U von WL und U von WH einsetzen, was kriegen wir da raus? Den Nutzen aus dem Reservationslohn plus die hohen Anstrengungskosten. Okay, also immer noch sehr ähnlich wie eben. Außerdem können wir jetzt hier noch aufschreiben, die erwartete Lohnzahlung des Prinzipals, also das, was der Prinzipal im Erwartungswert auszahlen muss an Löhnen, an den Agenten. Und das ist nichts anderes als mit einer Wahrscheinlichkeit pH den hohen Lohn und mit einer Wahrscheinlichkeit 1 minus pH den niedrigen Lohn. Hier müssen wir jetzt keine Nutzenfunktion reinstecken, denn für die Lohnzahlung des Prinzipals ist es egal, was für eine Nutzenfunktion das ist. Diese wichtigen Größen schreiben wir hier nochmal auf zum Mitnehmen. Und grafisch wissen wir ja, dass die Nutzenfunktion des risikoaversen Agenten konkav im Lohn sein muss. Sowas hier. Das ist das Gleiche wie das, was wir letzte Woche gemacht haben, als wir über Risikoaversion gesprochen haben. So, der Agent hat ein unsicheres Einkommen. Ne? Der mit einer Wahrscheinlichkeit pH hat er dieses hohe Einkommen, mit einer Wahrscheinlichkeit 1 minus pH hat er das niedrigere Einkommen. Denn er weiß ja nicht genau, was für ein Output reinkommt, ne? Rauskommt. Mit seiner Anstrengung kann er den Output nur in der Wahrscheinlichkeit beeinflussen. Wir sind also in so einer Situation wie letzte Woche, wo wir ein unsicheres Einkommen haben. Und wir wissen auch, dass wir an dieser Stelle den erwarteten Lohn ablesen können. Und wir wissen auch, dass der erwarteter Nutzen dieses Lohns ablesbar ist, wenn wir hier diese Diagonale zeichnen und rübergehen auf diesen Punkt hier, dann haben wir den erwarteten Nutzen
dieser riskanten Einkommenssituation. Okay? Bis jetzt haben wir ja, und so wie es jetzt gezeichnet ist, ist das der Ausgangsfall, dass wir nämlich bei der niedrigsten möglichen Lohndifferenzierung sind. Ne? Bei gerade der Lohndifferenz, die gerade so Anstrengung induziert. Und jetzt können wir fragen, was passiert, wenn wir die Lohndifferenzierung erhöhen, also den Abstand zwischen dem hohen und dem niedrigen Lohn erweitern. Das können wir rein grafisch machen. Um das zu machen, und damit es vergleichbar bleibt, müssen wir erstens die Löhne verschieben nach außen und zweitens müssen wir die Löhne so verschieben, dass der erwartete Lohn in der Mitte konstant bleibt. In anderen Worten, wir ersetzen die ursprüngliche unsichere Lotterie durch eine, die den gleichen erwarteten Lohn gibt, aber riskanter ist, weil die unsicheren Auszahlungen extremer geworden sind. Ne? Das sind hier diese Pfeile. Wir haben jetzt WL nach links und WH nach rechts verschoben, so dass der erwartete Lohn gleich geblieben ist. Okay. Die Lohnhöhen sind jetzt proportional nach außen verschoben. Was bedeutet das aber für den erwarteten Nutzen des Agenten? Naja, wir sehen, durch diese Lohnspreizung haben wir auch eine neue Diagonale, die wir benutzen müssen, um den erwarteten Nutzen zu finden. Und wenn wir dann an dieser Diagonale den erwarteten Nutzen jetzt ablesen, sehen wir, dass durch die größere Lohnspreizung der erwartete Nutzen gesunken ist des Agenten. Macht ja auch Sinn. Wir nehmen ja an, der Agent ist risikoavers, er mag Risiko nicht und wir haben nichts anderes gemacht, als das Risiko zu erhöhen. Ja, also der niedrige Lohn ist niedriger geworden und der hohe Lohn ist höher geworden. Die Ausprägungen sind extremer geworden und das mag der risikoaverse Agent nicht und deswegen sinkt dann sein erwarteter Nutzen. Das heißt, jetzt wo wir Risikoaversion angenommen haben, kann der Prinzipal die Lohndifferenz nicht mehr beliebig ausweiten, ohne dass der Agent nicht aussteigt. Okay. Und wenn der Agent aussteigt, dann sinkt auch der Gewinn des Prinzipals, weil er ihn ja braucht. Und um das zu vermeiden, wird der Prinzipal rationalerweise die Lohndifferenzierung so klein wie möglich halten. Und so klein wie möglich ist das, womit wir gerechnet haben, ne? Die kleinstmögliche Lohndifferenzierung. Nochmal, Risikoaversion führt dazu, dass der Prinzipal nur die unbedingt nötige Lohnspreizung einführen kann. Wir haben noch eine zweite Wirkung der Risikoaversion. Wir haben jetzt nämlich sogenannte Agenturkosten, auf Englisch Agency Costs. Wenn der Prinzipal die Anstrengung des Agenten perfekt und unmittelbar beobachten könnte, dann hätten wir gar keine Probleme. Dann könnte der Prinzipal dem Agenten gerade den sicheren Lohn zahlen, bei dem der Agent am Vertrag teilnimmt. Klar. Wo können wir diesen sicheren Lohn ablesen? Naja, wir wissen, das hier ist der erwartete Nutzen, den der Agent braucht, um teilzunehmen. Welches sichere Einkommen müssen wir ihm geben, damit er diesen Nutzen hat? Klar, wir lesen es an der Nutzenfunktion ab, gehen direkt runter von der Nutzenfunktion. Und haben hier dieses sogenannte WE. Okay, das nennen wir mal den Äquivalenzlohn. Also gerade das sichere Lohnniveau, bei dem der Agent vom Nutzen her genauso gestellt ist wie bei der unsicheren Lotterie. Und dieser Äquivalenzlohn ist jetzt aber niedriger als die erwartete Lohnzahlung des Prinzipals. Die erwartete Lohnzahlung des Prinzipals ist ja hier. Okay? Und die Differenz zwischen Äquivalenzlohn und der erwarteten Lohnzahlung nennen wir Agenturkosten. Das sind echte Kosten, die entstehen. E von W minus WE. Und diese Kosten entstehen, weil wir eine Informationsasymmetrie haben. Weil der Prinzipal die Anstrengungen des Agenten nicht perfekt beobachten kann.
Und das Schlimme ist, die Agenturkosten sind komplett verlorene Kosten. Die kommen niemandem zugute. Ne? Also nicht irgendwelche Beträge, die der Agent abschöpfen kann vom Prinzipal, sondern das sind komplett verlorene Kosten, einfach nur Effizienzverluste, dadurch, dass wir Informationsasymmetrien haben. Das heißt, normativ gesehen, wenn wir eine Vertragsbeziehung aufbauen, sollten wir versuchen zu vermeiden, dass solche Prinzipal-Agenten-Probleme entstehen. Okay? Wenn wir also irgendeinen Trick finden können, mit dem wir das Verhalten des Agenten, dessen Anstrengungen zum Beispiel, besser sichtbar machen können, dann können wir damit Agenturkosten einsparen, weil wir dann keine Informationsasymmetrie mehr haben. Wie ist das denn im Arbeitsverhältnis zum Beispiel? Ganz häufig kann der Arbeitgeber als Prinzipal ja nicht perfekt beobachten, wie viel der Arbeitnehmer leistet oder wie produktiv er ist, wie viel er faulenzt. Und was kann der Prinzipal tun, um dem Agenten Anreize zu hoher Leistung zu setzen? Er hat aus ökonomischer Sicht grob gesehen zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, er kann einen Anreizmechanismus über die Lohnhöhe einführen, also sowas wie einen Akkordlohn. Das ist natürlich die unsichere Option für den Agenten. Da kann es passieren, dass der Arbeitnehmer Pech hat und bei hoher Leistung trotzdem nur den niedrigen Output realisiert und damit den niedrigen Lohn. Und genau daraus, aus dieser Diskrepanz entstehen dann Agenturkosten. Alternativ, die zweite Möglichkeit für den Arbeitgeber wäre, einen Aufpasser neben den Agenten zu stellen. Dann hätten wir keine Agenturkosten mehr, aber ganz andere zusätzliche Kosten, nämlich für den Aufpasser. Und wofür der Arbeitnehmer sich entscheidet, hängt letztendlich von der Höhe der jeweiligen Kosten ab. Okay? Wenn der Aufpasser im Durchschnitt billiger ist, dann werden wir den Aufpasser einsetzen. Und wenn der Akkordlohn im Durchschnitt uns weniger kostet, werden wir den Akkordlohn benutzen. Wovon hängt das ab? Ein Faktor ist die Art der Arbeit. Sie können sich vielleicht überlegen, wenn der Arbeitnehmer für den Arbeitgeber viele einzelne kleine Sachen produziert, dann haben wir ganz oft die Situation, mal geht es gut, mal geht es schief. Aber im Schnitt ist das Risiko gestreut, wenn wir ganz viele kleine Werke haben. Okay? Und wenn das Risiko im Schnitt gut gestreut ist, heißt das, dass die potenziellen Agenturkosten eher niedrig sind. Das heißt, wir hätten jetzt hiermit eine ökonomische Erklärung dafür, warum wir zum Beispiel in Fabriken mit Fließbandarbeit eher Akkordlöhne haben als Aufpasser. Und wenn die Art der Arbeit aber anders ist, wenn der Arbeitnehmer wochenlang an einem Werk arbeitet, das entweder gut oder schlecht werden kann, ist das Risiko nicht mehr so gestreut. Ne? Denn das Risiko ist in der Ausprägung dieses einen Gutes konzentriert. Dann sind aber auch die Agenturkosten relativ gesehen höher und es könnte effizient sein, eher einen Aufpasser einzusetzen. Ganz wichtig, beide Lösungen, die wir jetzt besprochen haben, sind nur sogenannte Second-Best-Lösungen. Denn am allerbesten wäre es natürlich, die Anstrengung unmittelbar beobachten zu können, damit wir einfach vertraglich ohne diese Extra-Mechanismen das richtige Verhalten induzieren können. Okay? Weil wir das aber per Annahme ausgeschlossen haben, weil es in der Realität oft wirklich ein Problem ist, reden wir hier so detailliert über die sogenannten Second-Best-Lösungen. Okay? Warum Second-Best? Weil zusätzliche Kosten entstehen. Ne? Egal, ob wir jetzt Akkordlohn zahlen oder den Aufpasser bezahlen, beides ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Entweder Agency Costs oder die Bezahlung für den Aufpasser. Und das ist nicht die optimale Lösung. Und wir versuchen hier so nah wie möglich an die optimale Lösung ranzukommen. Was haben wir heute behandelt? Wir haben uns angeschaut, Anreize in Verträgen, wie wir in Verträgen ausreichende Anstrengungen induzieren können, einmal mit und einmal ohne Risikoaversion. In der nächsten Sitzung schauen wir uns an, wie die Anreize in Verträgen gestaltet werden müssen, die eigenen Qualitäten zu offenbaren. Das wäre dann zum Beispiel, wenn Sie in eine Krankenversicherung eintreten wollen, wie die Krankenversicherung zum Beispiel den Vertrag ausgestaltet, damit Sie wahrheitsgemäß über Ihre Gesundheit berichten. Und auch das wird über ein Prinzipal-Agenten-Modell modelliert.
So wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt von Vorlesungen oder Übungen haben, bitte im Diskussionsforum stellen. Und ich meine wirklich stellen. Also, wenn Sie jetzt Fragen haben, ich meine, klar, können Sie auch zu den Tutoren gehen oder Sie können sich die Fragen aufheben oder nur untereinander diskutieren, aber es ist auch Teil meines Jobs, die Fragen für Sie zu beantworten. Okay? Also, wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, die im Diskussionsforum zu stellen. Ich werde niemanden anmotzen, weil ich das Gefühl habe, dass es eine doofe Frage ist. Sie können mich gerne anmotzen, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Antwort doof ist. Und in dem Sinne, bis nächstes Mal. Thank you.